Okay, was haben wir denn hier? Wir haben das Anzuchthaus. Seed das Saathaus. Ventilation System. Das Ventilationssystem. Hier sind wir, das können wir uns nicht angucken. Dry Tropics. Mhm. Wüstenhaus. Water Lily Greenhouse. Seerosenhaus. Colonial Collection. Genau, von da aus sind wir ja gekommen. Palmhouse. Palmhaus. Reserve. Ja. Director's Office, Cloakroom and Laboratory. Okay, ich glaube, damit müssten wir alles haben, oder? Nix blau. Hm. Okay, aber die Karte können wir uns immer noch angucken. Aber vermutlich können wir uns die immer nur wieder neu angucken, damit wir uns hier vielleicht neu orientieren können, ha? Huh? Ich gehe mal davon aus, dass es hier auf dem Gelände auf jeden Fall noch mehr solcher Hinweistafeln gibt. Gut, wir sind aber gekommen von hier aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir hier hingekommen sind. Wir haben ja ganz sicherlich am Anfang hier irgendwo vor diesem Bürogebäude gestanden, oder? Und dann hat uns der Sohn des ehemaligen Direktors hierher geführt, wo wir hier vorne am Brunnen zwischen Kolonialhaus und Seerosenhaus die Blutspuren und Kampfspuren oder was auch immer, lassen wir das vielleicht lieber einfach mal offen, diese Spuren gefunden haben. Wir sind dann hier über das Wüstenhaus hinausgegangen. Okay, ich denke mal, dann kommen wir hier über diesen Hauptweg aber auf jeden Fall wieder zurück zum Bürogebäude. Mal sehen, was sich alles auf dem Weg noch so befindet, was wir noch mitnehmen können. Zum Beispiel hier, was haben wir hier, ein Wassertank. Okay. So. Aha. Antrieb der Belüftungsanlage. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Okay, Gegenstand von Interesse. Wieso? Wieso ist das ein Gegenstand von Interesse? A ventilation system. Okay, das ist doch wieder nur das Gleiche. Hm, wird vermutlich später noch interessant. A water tank. Und der Wassertank. Oh, ein ziemlich großes Rohr hier vorne. Ein Fahrrad, wobei die Laufwege hier nun wirklich nicht besonders groß sind. Und hier wird allgemein das Wasser geholt. Ja gut, die Rauchsäule da vorne, die gehört zu dem Feuerchen. So, hier haben wir dann das Anzuchthaus. Locked. Okay, ich habe gerade gesehen. Seed House. Das können wir uns angucken. Nicht, dass wir irgendeinen Hinweis verpassen. Watson, geh aus dem Weg. Das Problem ist, wenn ich jetzt hinter dem vorbeigegangen wäre, hätte er einen Schritt zurück gemacht. Und hätte mir auch im Weg gestanden. Ist gerade sehr grafikaufwendig hier. Ich habe schon extra die Grafik ein bisschen runtergestellt. Weil ich schon gemerkt habe in der letzten Aufnahme, dass es hier sehr aufwendig ist. Oh. Okay, ich fürchte, wir müssen damit leben, dass es jetzt hier gerade ein bisschen leckt, weil ich habe, wie gesagt, schon einiges runtergestellt. So Schatten und Post-Processing und dergleichen habe ich alles schon auf niedrig gestellt. Achso, wartet mal, hier war doch noch so eine, noch eine Wand, genau. Und jetzt sind wir hier. Ach so? Und das Anzuchthaus oder Saathaus? Das ist das Anzuchthaus. Das Saathaus war von dieser Seite verschlossen. Vielleicht kommen wir jetzt hier rüber rein. Und der lange Weg, von dem ich gedacht habe, das ist ein langer Weg, ist anscheinend kein langer Weg, sondern höchstens ein Gang hinter dieser Tür. Na gut, erstmal gucken wir mal hier ins Saathaus rein. Oder ins Anzuchthaus, je nachdem, wo wir hinkommen. Sie. Locked. Auch verschlossen. Toll. Dann eben Anzuchthaus. Nursery. Mhm. Locked. Kein Glück heute, Watson. Kein Glück. Gibt's denn hier noch irgendwas zu sehen? Aber hier fällt nicht viel Licht hin, muss ich mal sagen. Das sind ja irgendwie so ganz niedrige Gewächshäuser mit den Glasscheiben hier, die man so runterklappen kann. Aber hier unter diesem Baum wird ja wohl nichts wachsen. Ah, tatsächlich. Ach ja, da ist die Kolonialausstellung. Ah ja, und von hier aus ist ja das Fenster jetzt auch zu sehen, was so geputzt wurde, was ja doch sehr interessant war. Auch wie schön mit dem Flieder hier. Komme ich da hin?
Nee, leider nicht. Schade. Schade. Allerdings, das Ventilationssystem geht ja in dieses Haus und auch hier hinein in das Kolonialhaus und in was immer sich hier hinter befindet. Das heißt, wenn irgendjemand das manipulieren möchte, dann kann er das sicherlich aus dem angrenzenden Gebäude hier tun. So, aber jetzt ist erstmal hier den Gang erkunden angesagt. Nö. Hier gibt es nichts, hier gibt es nichts, aber es ist wirklich hübsch. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch hier. Oh, wow. Auch dieses Hauptgebäude da vorne, ne? Als wir hier angekommen sind, habe ich das ja von der anderen Seite aus gesehen und da kam es mir gar nicht so malerisch vor, aber jetzt sieht es so hübsch aus. So, okay, es geht da weiter rüber. Aha, in das Anzuchthaus. Ja, reden wir vielleicht doch erst später mit ihm. Jep. Ach, Mensch. Dann brauchen wir einen Schlüssel. Holmes, ich glaube, Watson, ich glaube, wir kommen nicht drum rum und müssen uns einen Schlüssel holen. Hier ist es sicher auch zu. Locked. Oh, wir haben hier aber auch kein Schild. Ich gehe erstmal um ihn drum rum, gucken wir vielleicht nochmal von dieser Seite aus hier in die, was waren das? Umkleide? Und was war das noch? Palmenhaus haben wir auch noch nicht gesehen. Ach, da ist er her. Can I help you, gentlemen? Nein. Anscheinend nicht. So, was haben wir denn hier? Soll das wirklich die Umkleide sein? Hä? Ich glaube, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Da stand sicherlich nicht umkleide Aufgabenliste. Mhm. Tasklist for Albert Dunn. Sweep out the palm house. Tidy the workshop of the large glass house. Scrub the toilets. Wash the gloves and overalls. Clean the storage sheet tools. Note, you are only allowed to read the newspaper during your lunch break. A task list for Albert. Compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Mhm. Toll. Hört sich ja super an. Aber vielleicht war das ja auch nur genau der Hinweis, dass wir jetzt wieder mit ihm reden können. Das wäre auch nett. So, hier gibt's aber nichts. Ich schaue erstmal hier rein in das Palmenhaus. Palm house. Ach, sehr schön. Hier kommen wir wenigstens rein. Oh, hier müsste es aber auch Belüftungssystem geben. Huch. Warum ist die Musik jetzt hier so, Watson? Also Augen auf. Ich würde manchmal gerne noch langsamer gehen, aber das ist jetzt hier schon die langsamste Möglichkeit, für Holmes zu laufen. So, und das kommt mir fast noch ein bisschen zu schnell vor. Mhm. Wo ich jetzt hier die ganzen lateinischen Namen der Pflanzen sehe, denke ich mal, gibt es vielleicht die eine oder andere, die wir dann aus der Liste dann hier auch finden werden. Mhm. Das sieht hier fast genauso aus wie in dem Kolonialhaus. Palmhouse Climatic Conditions. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Genau, so wie in den anderen auch. Ja, und dann ist hier schon das Waterlily Greenhouse. Tatsächlich. Genau, hier diesen Weg haben wir ja nicht genommen. Gut, dann lass uns doch mal... Lass uns noch mal mit Albert reden. Und wenn uns das keine Informationen mehr beschert, dann würde ich sagen, reisen wir erstmal zurück in die Baker Street. So, aber jetzt können wir auch ein bisschen rennen. Vielleicht noch mal kurz gucken. Ich glaube, auf dieser Seite habe ich nicht geguckt. Was ist denn das eigentlich? Ist das der Anschluss für den Wasserschlauch? Wahrscheinlich, ne? Sehr schön, das geht schon mal. Vielleicht können wir uns jetzt auch mal angucken, genau. Ach, der Arme. Er hat gerötete Augen, er hat vor kurzem geweint, er ist tief traurig.
Er hat sich beim Rasieren geschnitten. Wo denn? Ach, da unten, da unten. Na gut. Gehen wir mal weiter. Er hat saubere Hände. Arbeiten Sie hier? Holmes, im Ernst? Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Okay. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay, Watson, dann haben wir jetzt noch einmal hier den... vielleicht gehe ich einmal hier noch entlang. Ach, wie hübsch. Wie hübsch. Man sieht aber nicht so interessant hier gerade aus. Da vorne haben wir noch mal einen kleinen Weg, einen Lageplan. So, ich schaue noch einmal, ob ich hier reinkomme. Locked. Und wir reden noch einmal mit dem derzeitigen Direktor. Gut. Er ist kurzsichtig. Und er trägt nur eine billige Brille. Ganz schön dreckige Klamotten. Da sind noch viel mehr Flecken. Er ist unverheiratet. Und er hat die Hände eines Gärtners. Okay. Das heißt, so wie er aussieht, würde ich schon sagen, dass er seinen Job mag. Trotzdem ist er mir gerade schon ein bisschen unsympathisch, wenn ich ehrlich bin. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Tja. Okay, Watson, dann gehen wir einfach mal erstmal zurück in die Baker Street, weil dort können wir uns dann mal hier im Archiv über dieses Symbol informieren. Wir können vorher natürlich noch mal kurz hier uns das angucken. Also, Martin Hamish ist unverheiratet. Er hat die Hände eines Gärtners. Dreckig und geschwollen. Er ist kurzsichtig, trägt eine Bifokalbrille und ist nicht gerade gut aussehend. Hamish arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die sein Dasein angenehmer machen würde. Er lebt alleine. Albert Dunn ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen- und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot, offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Er ist ein gut aussehender Bursche, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Gut. So, und den Rest, den kriegen wir jetzt hoffentlich in der Baker Street raus. Momentan habe ich noch keine Idee, wohin der Fall geht. Also es geht natürlich ganz sicherlich nicht um die Blumen, sondern eher um den Tod von Alberts Vater. Aber ich habe momentan noch überhaupt gar keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt hier ermitteln soll. Natürlich was ich mir angucken kann und was ich vielleicht analysieren kann. Aber ansonsten, keine Ahnung. So, Herleitung, haben wir denn überhaupt viel? Ich glaube nicht. Hinweise? Nee. Er war eingesperrt, gut. Aber wir haben noch nichts Passendes, was wir damit irgendwie noch verbinden könnten. Na, wenigstens sind wir ja mittlerweile fertig mit dem Laden. So, Karte untersuchen? A map of London and the... Das könnte nützlich sein, ja, aber ich weiß nicht. This is... Wo er seine Post aufbewahrt. Gut, wir suchen entweder nach seltenen Pflanzen in der Botanik. Klar, wir haben ja auch eine Liste. Nach dem Symbol auf dem zerbrochenen Topf. Nach dem Symbol auf dem Ausstellungstopf.
Okay, aber unter Zeitungen wohl eher nicht, oder? Bei den Enzyklopädien können wir nach seltenen Pflanzen gucken. Okay. Was hätten wir denn hier? Kunst und Architektur? Nee, Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin, Botanik. Exotische Pflanzen, Band 4, giftige Varianten. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Dann haben wir hier eine kleine Auflistung. Jedoch können nur die ersten drei Pflanzen für Menschen gefährlich werden, vor allem Florem diabolica. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit den Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Oh. Here it is. Tatsächlich, das war's schon. So, dann können wir jetzt noch nach Symbolen gucken, ob in Enzyklopädien, in Zeitungen oder was haben wir hier in Forschungsberichten? Ich guck mal bei Forschungsberichten. So, und zwar... Tja, Gifte und Toxine, Verletzungen, Kriminalistik, Kampfsportarten, Zeichen und Symbole. So, was haben wir denn hier? Lieferanten der Londoner Gärten. That is not the one I need. Okay, vielleicht religiöse Symbole? That is not the one I need. Mhm. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Oh. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Here it is. Mhm. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Okay, aber wir können jetzt noch nach dem anderen Symbol gucken. So, nicht Chemie, Gifte und Toxine. Auch hier, ne? So, das ist sicherlich nicht der Asklepios-Stab, aber Lieferanten der Londoner Gärten. Siemers Gartenwelt. Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, Mulch und Topfvariationen sowie sonst alles, was Sie benötigen. 3 Blurton Road, London. Here it is. So, okay. Dann schauen wir jetzt nochmal hier rein. Siemers Gartenwelt. Da können wir wahrscheinlich hinreisen und... Trevan, der Gutkönig. Na gut. So, Informationen über die tödlichen Pflanzen. Das sind die drei Pflanzen, die für Menschen tödlich sein können. Dionea carnivorus. Das hört sich so ein bisschen nach einer fleischfressenden Pflanze an. Carlina inebriare und Florem diabolica. Die Voraussetzungen für die Giftwirkung sind allerdings recht kompliziert, denn dafür werden ein bestimmtes Düngemittel, natürliche Stimulation und Nahrung benötigt. Raupen sollten in der Hinsicht funktionieren. Aha. Na gut. Schauen wir erstmal, ob wir jetzt hier... Nee, können wir nicht. Witzig, dass wir immer nach Scotland Yard können. Ah, ich wollte doch auch noch die Leiche von Mr. Dunn untersuchen. Ich glaube, Holmes hatte das irgendwo erwähnt, dass es sicherlich interessant sein könnte, die Leiche zu untersuchen. Das finde ich jetzt gerade hier an dieser Stelle im Spiel extrem schön, dass wir hier gerade selber entscheiden können, wo wir hingehen. Denn Holmes hatte ja jetzt hier keinen Auftrag, gehe jetzt nach Scotland Yard und untersuche die Leiche in der Leichenhalle. Nein, das ist jetzt eine Sache, an die ich mich jetzt noch gerade erinnert habe. Es könnte sich allerdings natürlich auch als Sackgasse erweisen und ja, wir müssen dann unverrichteter Dinge doch wieder nach Kew Garden und erfragen mal die Lieferung der Töpfe und vielleicht auch die Lieferung... I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Okay. Tatsächlich, das war richtig. So, was haben wir denn hier? Schaut mal, in dem Raum gibt es hier doch etwas für uns anzugucken. Duns Gegenstände. Aha. So, da hätten wir einmal eine Uhr. This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make. Mhm.
Ein Mitgliedsausweis von was? City of London Club Nummer 165, Mr. Montague Dunn, Membership of London Crest Club. A membership card for the London Crest Club. So, und jetzt müsste ich nur noch wissen, was der London Crest Club ist. Brief an Mr. Wayne. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne and Sons. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montague Dunn. Oh, okay, das könnte jemanden übel aufgestoßen sein. Gut, gucken wir mal in die... Oh, es ist... Das Licht ist ganz anders als beim letzten Mal, als wir hier... Mein Gott, wie hier die Türen ins Schloss fallen, das gibt's ja gar nicht. Es ist auf jeden Fall anderes Licht gewesen als beim letzten Mal, als wir in diesem Raum gewesen sind. So, dann wollen wir uns mal Mr. Dunn widmen.